In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Drehsen richtig gießen und verteilen. Wenn Sie das Harz und den Härter zusammen vermischt haben, dann haben Sie ca. 45 Minuten Zeit für die Verarbeitung, bevor sich das Gemisch verhärtet. Die Verarbeitungszeit verringert sich, falls die Temperatur der Mischung etwas höher ist als Ihre Zimmertemperatur. Gießen und verteilen Sie nun das Drehsen nach Belieben. Falls Sie das ganze Kunstwerk beschichten möchten, dann sollten Sie in der Mitte anfangen. Verwenden Sie eine Spachtel, um die Mischung zu verteilen. Sie können auch eine Einwegbürste verwenden, falls Sie nur gewisse Stellen Ihres Kunstwerks verschönern möchten. Die Seiten können Sie mit Ihrer Einwegbürste oder Ihrer Hand bestreichen. Oder führen Sie das Gemisch ganz vorsichtig mit der Spachtel nach außen. Nun geht es weiter mit Schritt 5.